Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die in the Modern Warfare Warcast. Natürlich freue ich mich wie immer, dass ihr dabei seid. Und ja, ich habe auch die Kommentare gelesen. Auch wenn ich tatsächlich immer glaube, alle zu lesen, scheine ich hier und da welche zu überlesen. Dabei sind es ja gar nicht so viele, aber momentan ist einfach viel Stress. Tut mir leid. Es wurde zum Beispiel geschrieben, dass ich das hier zerlegen kann und dadurch gibt es eine neue. Aber da das Inventar mal wieder rappelvoll ist, warte ich noch eine Sekunde. Campfire. Okay, warte, ich mach das hier noch fertig. Bestimmt ganz leise, so kaum ein Zombie hat dann Interesse. Dann könnte man noch mehr, viel mehr investieren. Aber ich finde, das sieht hässlicher aus. Boah, das ist teuer, ey. Was habe ich denn noch am 100, okay. Was für eine Verpulverung. So, der Plan, die Feuerwache hier so ein bisschen auszubauen, weil wir hier eine richtig schöne Rundumsicht haben und auch ausreichend Platz zum Überleben erstmal, um hier wieder fitter zu werden und einfach nur noch mehr zu lernen. Ich glaube, das geht auf. So, ansonsten Werkbänke etc. pp. Ich soll die Schränke wegbauen. Ja, das ist eine gute Idee, weil so viel Platz haben die nur auch nicht. Da kommen wir auf jeden Fall später zu. Keine Frage, das machen wir gerne. Leitern, Rahmen weg, das weg. Na, weil so. Okay, wir haben schon Besuch. So viel Platz bieten die hier auch nicht, dass sich das so dolle lohnt. Bäume können wir draußen pflanzen. Lass mal eine Seite das hier, eine Seite das hier. Kartoffeln. Und das hier. So. Oh, wir haben noch nicht 4 Uhr. Ich bin zu laut. Das kann unmöglich hier oben ein Hund sein. Also hier hinkommen die Zombies schon. Ich denke mal übers Dach, ne? Muss man auch ein bisschen aufpassen. So leicht wird die Feuerwehrwache nicht sein, zu verbauen. Also, dass die Zombies hier gar nicht drankommen. Und solange wir unwem vorkloppen haben, ist das immer kacke. Ich denke mal, es braucht Glas, ja. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Platz geschaffen. Und mir wurde gesagt, ich kann die zerlegen. Und dann haben wir dieses hier, ein Rezept. Ach du Scheiße. Aha. Wisst ihr, für Leute, die das natürlich schon wissen, ist das ja logisch, aber ich wusste das halt nicht, ne? Fighter, Marksman, Protection Class. Was ist denn? Scholar, was ist das denn? Survivalist Tradesman. Ne. Geht gar nichts. So, ja gut, Fighter will ich eigentlich gar nicht. Was gibt das hier? Sind in Bezug auf Easter. Bitte lesen Sie die Infofenster zu sehen und dann. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich mach das mal. Rezept Apple Pie. Ach, guck mal hier. Haben oder nicht haben, ne? Gesammeltes Eisen. Ach du Jemine. Damit mache ich. So, ich muss den Hund loswerden. Mir geht's ja soweit ganz gut. Wellness ist mal ausnahmsweise etwas höher. Habe ich nicht was zu ballern? Hunde baller ich lieber ab. Das hat sich so nach hier angehört. Alter. Hä? Toll. Die backen rum. Das sind ja gar keine Zombie-Hunde. Das sind ja die echten Hunde. Okay, der backt nicht rum. Das tut mir echt leid. So ein süßer Hund, ich will den haben. Ich will den behalten. Oh, der gibt natürlich gutes Fleisch. 0,14. Wow. 14 mal feinstes Fleisch. Er ist ja fein, feini fein. So, ich hatte ja Chicken Wings, aber wo habe ich denn das Lagerfeuer gemacht? War das auch hier oben? Ja, ne? Genau. Dann schmeißen wir das Fleisch schon direkt mal da rein, ne? Boil, blablabla. Rabbit on the Stick. Kann ich noch nicht machen. Habe ich doch gar nicht. Wo hab ich den Rabbit denn her? Da steht kochen. Warm Meat. Ach so. Okay, seltsam. Talg für Kerzen. Boiled Fruit. Das ist eigentlich egal, was wir machen. Ne? Erstmal brauchen wir eh alles. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist. Das braucht halt noch Wasser dazu. Das opfert man doch gerne. Muss ich jetzt dafür hier stehen bleiben? Weil das hat ja nicht aus dem Inventar genommen.
Verwirrend. So, Eisen sammeln, gesammelter Kleber 4, kein Problem. Gesammelter Scrap Plastic, auch kein Problem. Komisch ist nur, dass wir jetzt hier wahrscheinlich bleiben müssen, ne? Lass mal. Dürfte jetzt eigentlich nicht weitermachen. Scrap Plastic hatten wir auf jeden Fall da. Erledigt. Kleber. Können wir uns noch so ein bisschen selber bauen. Und Eisen müsste ich hier auch noch drin haben. Da. Falsches Eisen. Oh Mann, jetzt habe ich das ganze Eisen verpulvert. Voll heldenhaft. In was zerlegt man das denn? Das könnte man ja gut schmelzen, aber ist ja egal. Was war das andere? Scrap Plastic. Das brauchte Knochen. Dann haben wir die locker erledigt. Kleber. Ach, ich habe schon wieder vergessen, die vernünftig zu starten. Und trübes Wasser. Okay, shit. Ach, wisst ihr was? Das sind alle. Das erklärt vielleicht ein bisschen was. Ungewohnt, dass uns mal kalt ist. Aber ich will jetzt nicht das ganze Zeugs reinlegen. So viel Brennstoff, das brennt so auch. 4 Minuten. Wir brennen einfach alles in diesem Spiel, ne? So, jetzt hat das reingehauen. Jetzt hat das alles reingehauen. Warum? War das denn gerade nicht so? Naja, gut. Kleber brauchen wir. Wasser. Da muss ich da so einen blöden Kleber besorgen. Also ist was Doofes. Oder habe ich hier noch was drin? Ist auch 50er Kaliber. Dürfen wir nicht vergessen, dass ich hier was drin habe, ist klar. So, und Eisen ist ja eigentlich ein Witz, ne? Das sollte ich ja wieder innerhalb von ein paar Sekunden haben. So. Erledigt. Ach, Wasser jetzt. Das gibt's doch nicht, ne? Wir müssen irgendwo ein Wasserloch finden und dann können wir uns. So viel trinken darf ich nun auch wieder nicht. Ich muss schon wieder Gläser haben. Gut, dass ich die immer wegwerfe letzte Zeit. So. 40% Sprit. Dann ist zum Beispiel ein Wasserturm. Wie komme ich denn an 4 leere Gläser jetzt dran? Ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir brauchen ja nur Glas wahrscheinlich. Oh, ist das hier hässlich? Ist das hier so unschön? Ein Grund hier eigentlich abzuhauen. Ich weiß nicht, warum gehe ich gerade hier rein jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte hier halt unglaublich Krach machen, das war so mein Ziel. So. Ich wollte nur Glas holen eigentlich. Oh, hier ist wieder Mist drin. Wer hätt's gedacht? Wer hätt's gedacht? Wahrhaftig Kacke. So. Glas. So teuer kann ein, ups, eine Scheibe nicht sein. Ein Glas, mein jedenfalls. Glas. Warum denn gerade, warum kann man denn kein sauberes Wasser nehmen? Was? Glasgut aus der Bierkrug gelesen und Clay. Was? So viel? Kein Problem. Ein leeres Coupé, okay. Kriegen wir doch hin. Vielleicht sind ja auch Gläser drin. Eins kann ich ja trinken. Kein Problem. Das Haus wird natürlich sehr voll sein. Hallo? Einer zu Hause? Hier ist schon mal keiner. Ist ja auch Glas? Nein. Plastik. Ja, Logen. So. Kram. Wäre gelacht, wenn wir hier nicht ein Gläschen finden drin, ne? Boah, was eine Küche, ey. Schon irgendwie traurig, wenn ein Computerspiel bessere Küchen hat als ich. So, oh guck mal. Zap. Gut, dass sie im Kühlschrank leere Gläser hatten, die Menschen. Ich möchte so langsam aber sicher einfach auf einen schönen Pfad kommen, sodass wir uns hier Brot, feinste Essen produzieren. Aber das ist jetzt gerade Lebensmittelquest. Ich weiß noch nicht genau, was das werden wird hier. Mit Plastik vor allen Dingen. So. Farbe. Bin ich eigentlich nicht ganz so interessiert dran. Ja, bleib liegen. Aus. Kann ich erwischen müssen. Warum warst du so stark? Ah, Gott sei Dank, Grill. Also, hier haben keine armen Menschen gehaust. Dafür steht fest. Oh, wir haben einfach noch einen Wohnsinn. Nee, Quatsch, das ist. Raketenmunition.
9mm Hohlkugeln, ob die jetzt. Ich habe schon wieder die Tasche voll. Glasblöcke. Gläser holen. Das ist nichts leichter als Gläser holen, ne? Kein Wasser in ihrem wunderschönen, übertriebenen Badewändchen. Zuletzt hätte ich noch einen können. Boah, was eine Bude, ey. Bude. Oh, sogar offen. Ja, machen wir noch mehr Badezimmer, ne? Warum auch nicht? Wir haben es ja. Aber der Bewohner ist wenigstens nach oben. Noch besser. Ich habe ihn gesehen, im Augenwinkel. Ah, ich bin verzeugt. Shit. Aber es ist wenigstens ein Buff. So. Eine Bandage, die auch gleichzeitig heilt. Das ist auch mal schön. Bald bin ich ein wunderschönes Schneiderlein. Danke für eure Kommentare auf jeden Fall. Das bringt einfach sehr viel, ne? Diese ganzen Kommentare. Man lernt es ja dadurch noch besser. Oh, will sich echt alles angucken. Hier ist ein interessantes Haus. Sehr viele eine Abstellkammer oder was? In ein Gästezimmer? Irre. So. Ja, Gläser haben wir schon mal safe. Müssen wir nur noch füllen mit Dreck. Wow. Dann ist diese Aufgabe hier in den Windes alle gelöst worden. Garagentor geht leider nicht auf. Das wäre cool, wenn das auch noch gehen würde. Boah, ist das von Wochen das Haus. Ah, der Hausbesitzer. Also die Golden Marie ist einfach über. Die ist so heftig stark. Na, ein Arbeitsplatz. Das ist mal nicht so wirklich schön. Das ist dann durch zu. Sieht man aus der Ferne. Ah, jetzt hat sich frei geprügelt. Also die haben mehr Badezimmer als alles andere hier. So. Und die Reichen haben auch abgespült. Sehr nett. Okay. Interessantes Gebäude auf jeden Fall, aber das war jetzt nicht das, was wir wollen. Wir wollen schmuddeliges, schmutziges Wasser haben. Moped. Was sehe ich ja schon da? Wo bist du, leeres Glas? Wo bist du, leeres Glas? Normalerweise wollte ich das ohne Anti-Cheat starten, weil ich eben Singleplayer bin, wegen dem Schreibbug. Auch nochmal danke für den Tipp. Ab nächster Folge auf jeden Fall, will ich darauf achten. Dann läuft das Spiel einfach massiv viel stabiler. Und ruckelt auch nicht mehr so komisch, wenn man irgendwas öffnen will oder schreiben will. So, schnell nach Hause. So, dann gucken wir mal nach Quests, Quests, Quests. Um das hier alles zu schaffen, brauchst du einfach verdammt viele Quests. Ich habe doch noch Samen gehabt, ne? Und das nicht wenig. Idee. Auch nochmal gut für die Wellness. Jawoll. Na, ich freue mich schon meine 83er Wellness. Na. Eine kleine Allee machen. Damit man sieht, hier lebt ein Mensch. Das ist einfach schöner aus. Oh, gut, dass er nicht gesetzt hat. So. Und wir kriegen natürlich dadurch Holz, ne? So, diese Kante gefällt mir schon ganz gut. Hier auch. Na, ob die Kante ausreicht wegen Kletterzombies, ich mag es zu bezweifeln. Hier ist auf jeden Fall keine. Na, die Kante wird nicht lang, ne? Da kommt kein Zombie dran. Wenn ich dann hier dran komme, kommt auch kein Zombie dran. So. Okidoki. Dreckiges Wasser ist am Stissel. Wir müssen jetzt nur noch mal gucken gehen. Im Stissel, sonst sage ich es nie. Oh, gut, dass du die Tür zugemacht hast. Einmal am Püffchen dran. Das ist natürlich jetzt komplett abgefeuert hier. 14 mal leckerstes Fleisch mit Wasser, also sehr teuer gegart. Dann der Klebstoff. Da ist er. Gehen maximal 2, weil wir wahrscheinlich mehr Knochen brauchen. Zweimal trübes Wasser. Ach, einer braucht 4. Wie kann ich denn 2 herstellen? Hallo?
Brauchen vier, haben vier. Was wäre wo? Mir wird kalt, ne? Sieht aus, dass wir uns einen Schmelzofen machen. So. Aber natürlich nicht hier im Haus. Nein, nein, nein. Da darf man das nicht machen. So, hier darf man nur das andere noch bauen. Ich muss gerade überlegen. Verwirrt mich ein bisschen. Wenn wir jetzt hier auf Maximal gehen, macht er zwei, aber das wird eigentlich gar nicht möglich sein. Wie kann er denn zwei machen, wenn man vier von vier hat? Aber Knochen? Kein Problem. Aber ich habe doch bestimmt noch Knochen gebunkert, oder? Weil ich diese Sachen immer gerne wegwerf. Da. Das werfe ich ja verdammt gerne weg. Nochmal Fett. Das können wir benutzen zum Brennen. Weil ich möchte ungern meinen Stoff. Und man kann irgendwie nicht mehr splitten. Das ist voll gemein, ey. So. Das macht er uns den Kleber. Wir brauchen, achso, wir brauchen nur noch zwei. Zwei hatten wir ja schon. Eins. Ja, dieses Laggen ist dann weg, wenn wir das in der nächsten Folge vernünftig starten, das Spiel. So, das gab sogar was für. Aber das hatten wir wahrscheinlich schon tausendmal bekommen. Oh, das hatte ich sogar noch nicht gelernt. Apfelsaft. Das sind Rezepte. Wenn wir Rezepte, aber das muss ich ja eh lernen. So, da meine Tasche jetzt voll war, habe ich hoffentlich nicht irgendwas vermasselt wieder. Weil wir jetzt ja kein Buch gekriegt haben oder Heft, weil natürlich wieder mal kein Platz da war. So. Das bringt ja nicht wirklich lange. Erstmal was essen. So, Quest begonnen. Da. Fertige Mortal and Pestle. Platziere Mortal and Pestle. Gesammeltes Cotton. Gesammeltes Goldenrod. Ah, das geht automatisch weiter. Das ist ja schön. Das Ding heißt wie Mortar. Das ist der Mörser. Mortar. And Pestle. Was haben wir? Das haben wir, weil wir diese Ressourcen gerade gesammelt haben. Und tatsächlich habe ich den noch nie gebaut. Also das ist auch Premiere heute. Plus 1 Wellness. Jawohl, einfach so. Ich müsste Kisten bauen. Das wäre auch nochmal was, ne? Chest. Sicherheitskiste. Zweimal bitte. Die packen wir aber oben hin. Weil mir das da einfach sinniger vorkommt. So. Die ersten beiden. Ich werde sie beschriften mit Schildern. Wenn es dann soweit ist. Das kann weg. Das kommt im Schmelzofen. Teile bräuchte ich eigentlich. Twine brauche ich. Taler kann man immer mitnehmen. Passiert nichts. Das kann man einfach Müll werfen. Ja, komm. Was weg ist, ist weg. Pfeile brauche ich nicht. Ein Stofffetzen brauche ich garantiert bestimmt auch nicht. Glas, Plastik. So. Platziere den Mörser. Das mache ich. Unten ist alles so eine Art Werkstatt jetzt hier. Dazu habe ich mir entschlossen, die Betten und so kommen alle noch weg. Hier kommt noch eine Werkbank hin. Wenn wir sie mal bekommen. Wie groß bist du denn, Ding? Ach, du bist ja süß. Okay. Da brauchen Beaker. Sammel Cotton, Golden Red Flower. Das ist natürlich schwer hier. Beaker hatte ich aber nicht mehr, ne? So ganz rein zufällig irgendwo rumfliegen. Also das ist ja nicht schwer zu sammeln. Was wir da sammeln sollen. Da muss man nur in ein etwas grüneren Eckchen fahren. Hier. So grün. Und so weit gefahren. Die auch? Ja. Ich muss jetzt mal lesen, wie die heißen. Blumen pflücken, was für ein Job. Ich soll Glück haben, dass es hier ist, aber Cotton, den wir nicht hier haben. So, erste Sache safe, die roten noch. Cotton, da ist Cotton, tatsächlich. Das kenne ich sogar schon, mein Gott. Rotes Blumenscan, die wachsen aber wirklich überall, ne? Da hat man echt Glück. So, questet man jetzt vor sich hin, vor sich hin, vor sich hin, vor sich hin. Unendlich questen. Aber Cotton ist aber selten da. Ist halt Baumwolle. Ja,
Okay, von beiden noch Einu. Fertig. Und dann will er von mir bestimmt die nächste Aufgabe. Hallo, wo ist das Rote? Eine rote Blume. Muss ich nicht so weit wegrennen. Das ist albern. Die wuchsen ja gerade überall. Was, wir haben schon 14:10 Uhr? Oh Mann, wie Zeit vergeht, wenn man zu tun hat, ne? Aber man muss ja einen Tageszeitrhythmus haben, so langsam. Da ist eine rote Blume. Ich sehe dich. Schnabbelup. Erledigt. Klasse 2 abgeschlossen. Solar Class Training Level 2. Also Pflanzen und so hört sich ja an. Oh, ich habe noch Punkte zum Vergeben wieder. Pflanzen Sie die Samen. Cotton Seed fertigen. Nicht schlecht als das, oder? Was mein Koten? Da. Das Ganze geht nur an der. An der Watt. Schnell zurückfahren, die lange Reise. Hörspiel an. So, da sind wir wieder. So. Ein Hammer-Tool. Was soll das bedeuten? Ist das jetzt eine normale, eine Werkbank? Ist es nicht. Na, wenn wir jetzt hier mal gucken. Baumwollsamen können in der Erde gepflanzt werden, um Baumwolle zu züchten. Verstehe ich. Ja. Also, verstehe ich hoch und ganz. Aber was heißt denn jetzt nur der Hammer? Ich habe einen Hammer. Aber ich mache die doch nicht mit einem Hammer. Und hier mache ich doch auch mit Sicherheit keine Seeds dran. Ne? Na, das ist bald weg. Wenn wir das nochmal. Da, tatsächlich. Aber er sagt. Warte mal. Und Items hier zusammen gehen immer nur eins. Und man kriegt daraus ein besseres Werk, wahrscheinlich. Das ist aber seltsam, ne? Es gibt's hier, es gibt's hier. Was verstehe ich da, wenn ich hier. Es fehlt wieder irgendein scheiß Werkzeug oder was? Output Item. Es fehlt wieder irgendein Scheiß. Golden Rod. Und der hier. Den sollen wir alle machen. Sollen wir alle fertigen, alles Samen rausmachen? Wir haben eigentlich schon alle gelernt. Das war ja gar nicht so schwer. Vielleicht ist da einfach wieder der falsche, blöde, doofe Tisch. Was passiert hier? Scooby-Doo. Na, hier gibt es zum Beispiel keine Seeds. Ah, dass man immer an irgendwas hängen bleibt, oder? War das der hier? Das war Quatsch. Das war der hier, ne? Ja klar, dafür haben wir den noch gebaut. Wie dumm von mir jetzt, ehrlich. Ich hab bestimmt gesagt, Tim, es ist so einfach. Dafür hat man, ich dachte, man braucht einen, ich war so weg vom Fenster, weil man dafür einen Vika braucht, aber der scheint tatsächlich drin zu sein. So, sollen wir die alle platzieren? Kleines Beetchen anlegen schon mal. Mal, ich hab doch. Aber ich habe nicht das richtige Werkzeug gehabt, ne? Moppy. Natürlich schön, wenn wir noch einen davon gehabt hätten. Aber ich habe natürlich alles weggeworfen. Aus Dummheit wieder. Mal gucken, ob das jetzt auch so geht. Ich glaube aber, geht so. Ach, Tim. Gut, ich wollte eh was gucken. Ganz ruhig bleiben, eine wichtige Regel in diesem Spiel. Man merkt, dass ich das immer total bleibe. Aber ich wollte halt mal nachgucken, ob wir so ein Gartenwerkzeug haben. Das ist eine Gardening-Hoe. Aber jetzt wollte ich noch was testen. Es ist zwar sehr gute Batterien. Aber mir wurde gesagt, man muss immer zwei Items von derselben Sache nehmen. Und der Crafting-Skill. Achso, und man muss einen gewissen Crafting-Skill haben. Ich verstehe. Und daraus entsteht dann was höchstwahrscheinlich Besseres. Oder Schlechteres. So. Bibabu. Ich nehme die Sache mal raus. Sie sieht einfach aus wie ein Kochtopf, ne? Das ist die Verwirrung für mich. Wir setzen dich. Wir setzen dich. Und wir setzen dich. Ist da irgendwas weggeworfen, ne? Nee. Guck mal hier. Man kann das nicht pflanzen. Wieso denn nicht? Wieso auf harten Beton? Das machen wir jetzt einfach noch so ganz grob. Aber immer noch so ein bisschen schön. So ein Mini-Blumenbeetchen sozusagen. In unsere Mini-Allee.
Kaffee wäre mir jetzt viel wichtiger. So, und da haben wir was bekommen. Science Magazine. Jetzt die Frage, wenn wir das zerlegen, was kriegen wir dann? Er kann es nicht lesen, weil wir es schon haben. Obwohl, wieso kann ich das denn nicht lesen? Das ist ja immer nur ein Punktgewinn. Aber wenn ich das zerlege, er kann es nicht lesen, gibt es natürlich Papier. Will ich nicht. Warum kann man es nicht lesen? Hallo? So, war wieder eine Questreihe durchgequestet. Nicht schlecht. Also wir machen uns langsam. Bäume gepflanzt. Hier ist genug davor. Wir müssen ringsrum eine Reihe machen, damit die nicht hochklettern können. Aber ich glaube, das stört den Zombie schon. Der kommt da oben nicht hoch. Unsere wunderschöne Feuerwehr. Oh, hier ist eine Schwachstelle vom Alleredelsten. Da läuft er doch so durch, der Zombie. Na, durch den Fenstern hier. Fällt mir gerade so auf. Aber da oben ist er eh in eine ganz andere Ecke. Alles besser. So, Quest durchgequestet. Zerlege ich das, gibt es tatsächlich nur Papier. Und wir können es nicht lesen. Sieht jedenfalls so aus, als ob es nur Papier gibt. Ich mache es trotzdem. Ja, es gab nur Papier. Das wir natürlich nicht lesen können, weil nichts draufsteht. So. Quest, Quest. First Aid. Das wäre noch eine Sache, die wir noch machen müssen. Aber Blutbeutel sammeln finde ich jetzt ein bisschen hart. Ne? Obwohl, wenn man so ein Abnabelungsset da hat. Abnabelungsset, was ein Blödsinn. Da kann man sich ja ruckzuck selber Blut abnehmen. 5 Beutel. Muss nur auf seine Gesundheit achten. Aber das hat mich natürlich nicht mehr. Ne? Ich habe es natürlich verbummelt. Weil ich so heldenhaft bin. So, was ist mit reparieren? Geht nicht. Heldenhafter Timmy. So. Ja, das ist nämlich das Problem, ne? Die Quest jetzt, ich weiß ja gar nicht, was für Rezepte wir bekommen haben. Für die Werkbänke. Die Tail-O-Ring-Tisch, den müssen wir uns irgendwie ercraften hier und erquesten. Die Teile habe ich zwar alle. Jetzt habe ich keine Electrical Parts mehr, macht aber nichts. Habe ich hier oben. Aber es fehlt noch das Rezept. Wir haben jetzt nichts mit Nähen gemacht, nicht mal ansatzweise. Ich dachte, Pflanzenfasern und so, das wäre vielleicht eine coole Sache. Na, vielleicht darf ich ja bauen, mal gucken. Aber ich glaube nicht. Was ist denn die vierte Werkbank, die es gibt? Also dann haben wir alle Werkbänke hier oben. Das ist ein freundliches Rezept, noch nicht erlernt. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir an diese Rezeptbücher? Wie macht man sich die Quest? Ich schau mal Quest rein, mal gucken, was passiert. Wow, er kann es ganz schön schreiben und gar nichts passiert. Na, gelernt haben wir den Quatsch jetzt schon. Aber Apple? Wie soll ich denn Apple habe? Kann man die anbauen? Und Fisch? Habe ich auch noch nie gesehen. Gibt auf jeden Fall eine Menge zu brutzeln. So, der Mortar ist jetzt auch unser. Da dürfen wir irgendwas Besonderes machen. Schwarzpulver oder Schießpulver. Kohlebrocken, Nitratpulver. Hopfensamen. Das heißt, wir können rein technisch, wenn wir die entdeckt haben, aus Hopfensamen, Plants, Hop Seeds, dann könnten wir unser eigenes Bierchen brauen. Das wäre natürlich schön, ne? Ja, und alle möglichen komischen Samen halt. Aber Mörs ist eigentlich nicht dafür da, oder? So, Grillgitter hatte ich gerade noch gefunden. Gott sei Dank. Kleber ist ja auf Ersatz noch drin. Wie gesagt, oben sind noch ein paar Schubladen. Wir können noch unseren... Ach, guck mal hier. Übersehen, übersehen, übersehen. Dass man die immer noch einmal knacken muss, ne? Was wird drin sein? Blueprint Workstation. Okay, wunderbar. Nicht einfach kaputt machen, ich weiß. Rohrbombe, Dynamit, nochmal 1000 Credits, TNT, Korn, Yucca, Cotton, Golden und Hopfensamen. Wie geil ist das denn? Oh nein, warte mal, Kaffeesamen? Das ist ja alles gar nicht so schlimm, wenn ich da eine Sache reinige, dann verschwindet die ja nicht. Kaffeesamen, Blueberry interessieren eigentlich nicht, Saatkartoffeln. Geile Sachen, ey. Ein ihrer
Ja, der kann ja jetzt nicht verschwinden, das ist ja Blödsinn. Ja, dann kann ich die Sachen alle oben einbunkern. Nein, der kann doch verschwinden! Gut, dass ich nichts Wichtiges drin hatte. Was für eine Sauerei, ne? Von der Vernichtungsbox. So, Samen, damit wir fast ein bisschen Ordnung haben. Hopfen, oh, wir können Hopfen, den können wir uns kultivieren. Machen wir richtig viel Bier. Wir werden rein technisch nur Bier machen. So, dafür machen wir die ganze Runde hier. Aber cool gemacht, ne? Von der Optik her auch hier, ne? Korn, da erkennt man. Blueberry, Hopfen. Plant Hope Seeds in Dirt and Grow Crop. Ja, da müssen wir selber, da müssen wir noch ein bisschen für schick machen, das ist schon mal klar. Was wäre natürlich gewesen, wenn wir jetzt hier zerlegen. Ja, was gibt's denn dafür? Kann man abbrechen. Eisen, nur ein bisschen Eisen. Das ist zerlegt. Ne, da. Ausrüsten. Was ausrüsten? Was habe ich denn davon dann? Hä? Aber das war nur ein Blueprint. Warum kann ich das denn bauen? Noch eine andere Werkbank? Ich gehe am Stock hier. Aber guck mal hier. Baupläne herstellen. Ich muss ausprobieren. Das wäre es ja gewesen, ne? Wenn ihr sagt herstellen, dann wäre es das Allerschönste auf der Welt. Da braucht aber diesen Schieberegler. Das ist eine Werkbank. Da muss er erstmal drauf kommen. Ja, wir haben Blueprints. Und hier kann man allerhand Baupläne, also nur Baupläne scheinbar herstellen. Das bringt mir nicht wirklich viel, ne? Also ich weiß noch nicht, welche ich habe, aber welche nicht, das ist das Problem. First Aid haben wir schon, hier Sniper, Keule, verschiedene Pfeile, Vollstreckermagazin. Ah, bis ein Glück sind jetzt auf jeden Fall schon. Hiermit kannst du die 45 Magnum Revolver, mit dem du den Kopf eines Mannes sprengen kannst, reparieren und zusammensetzen. Okay. Also das ist nicht das wichtigste Buch. Das hier wäre, das will ich. Ich will nähen können. Aber gut. Interessant. Habe ich natürlich super platziert jetzt. Macht aber nichts. Alles gut. Da sind wir der Sache heute wieder ein bisschen näher gekommen. Aber jetzt wieder irgendwie Quests zu bekommen, wird schwer. Entweder finden. Oh, ich muss ja, wie gesagt, noch leer machen. Weg damit. Ich habe noch drei Plätze, ich weiß. Mal ein bisschen aufräumen, damit das alles oben landet. Und die brauche ich. So. Alles, was man hat, hat man halt, ne? Das ist die Logik, die dahinter steckt. Aber was soll ich jetzt mit TNT und so ein Scheiß? So, nach 28 ist auf dem Vormarsch. Unaufhaltbar kommt sie auf uns zu. Da ist eine Horde, oder? Aha, wir wollen ja einfach mal hochklettern, ne? An Leitern. Ah, warte mal. Eine Rohrbombe. Wo ist er? Errungenschaft, Warrior. Oh, für Anzündung. Tim, Feuer anzünden. Bleib mal schön in der Ecke da. Boah, da fliegen die Kadaver rum. Mach Mann! Wo? Nicht so, dass meine Feuerwehr ganz kaputt geht. Aber die Physik ist ja geil, ne? Die Dinger. Okay, die Horde sind wir los. So wie allen anderen möglichen Kram hier auch noch.
Schnell gelöst, dieses klitzekleine Problem. Schnell gelöst. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. 7 Days to Die. Ich freue mich drauf. Bis dann.